Ja Leute, was geht? Freddy Krüger 317 am Start. Auf einen Wunsch von einem Zuschauer soll ich doch mal ein Tutorial machen, wie ich über den Landschaftsbaumodus den Boden verändern kann. Und das möchte ich euch jetzt heute zeigen. Die, die das schon kennen und können und sich damit auskennen, können das Video wieder abschalten. Weil ihr könnt ja dann. Also ich zeige euch das jetzt mal. Ihr müsst erstens mal Touchpad gedrückt halten oder einmal kurz drauf tippen. Dann müsst ihr mal mit R1 ganz rüber auf die Schaufel, Landschaftsbau, X drücken. Ich drücke dann meistens nochmal den rechten Analogstick rein. Dann wird es zu so einer Platte. Dann suche ich mir den Platz. Mit R2 kann ich das dementsprechend auch sehr schnell bewegen, wie ihr sehen könnt. Dann drücke ich den linken Analogstick rein. Und gehe mit Steuerkreuz links und Steuerkreuz rechts, suche ich mir den Bodentyp aus. Also wir sagen jetzt mal, ich möchte jetzt Beton verlegen oder so. Dann müsst ihr einfach nur auf die Stellen gehen und X drücken, wie ihr es jetzt bei mir seht. Ich setze es auch mal wieder Gras. Oder ihr könntet die Taste einfach auch gedrückt lassen. Wie ihr seht, ich zeige euch nochmal, ich drücke jetzt gar nichts, ich bleibe nur auf X. Und wir machen das einfach. Man kann das dementsprechend auch verändern, indem man den linken Analogstick, den rechten Analogstick nach unten drückt, kann man die Größe des Feldes verändern. Was ich auch ganz nice finde. Und man kann dementsprechend, wenn man den linken Analogstick nochmal reindrückt, kann man anheben, also das Land anheben oder das Land absenken oder das Land angleichen. Sprich, wenn ihr jetzt einen Hügel habt, wo zeige ich denn euch das am besten? Zeige ich euch hier mal. Wir haben hier jetzt Mega-Hügel, wie ihr seht. Und dann gehe ich hier runter und drücke einmal Dreieck und dann gleicht es das Ganze an. Ich senke jetzt hier in dem Fall wieder ab, gleicht das Ganze wieder an. Ihr müsst dazu einfach nur Dreieck gedrückt halten, das ist ganz einfach. Und dann kommt hier wieder Gras drauf und dann kann das Zeug wieder wachsen. So. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Recht kurzes Tutorial. Ich hoffe, euch hilft es weiter, denjenigen, wo es brauchen. Und dann sage ich hiermit bis zum nächsten Mal und ciao.